Es ist Halbzeit zwischen Deutschland und Österreich. Steht 1 zu 0 für Österreich. Gute an alle, die auf YouTube gucken. I see your videos in the internet. YouTube. Und wir haben uns ja, also es gab ja immer mal wieder Leute, die Sachen gefordert haben wie Simon Terodde für Deutschland oder Robert Latzel für Deutschland. Wüsste ich nicht, wer das gefordert hat. Die gab es ja immer wieder mal. Also Zweitligaspieler für Deutschland und all diese Menschen, die kommen heute auf ihre Kosten. Denn wir haben mitgebracht jeweils unsere... Bevor du sagst, von den Machern von Mein Verein spielt seit 10 Jahren nicht Bundesliga, kommt jetzt... Zweitliga, was? Was? Wie sähe eine deutsche Zweitliga-Nationalmannschaft aus? Das ist die Frage. Was ist die Zweitliga-Nationalelf Deutschlands? Yes. Und wie könnte die bei so einem Turnier abschneiden? Ja. Man muss sagen, ich wüsste nicht, ob die Mannschaft, die ich mitgebracht habe, eine signifikant schlechtere Halbzeit dargeboten hätte, als diese hier gerade. Meine nicht. Meine wahrscheinlich nicht. Würde meine führen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Was man auch sagt. Also, wenn ich mir meine Mannschaft so angucke, das ist ja ganz nett, das sieht ja ganz nett aus, aber also, ob die richtig gut sein würde auf nationalem Level, ich weiß nicht. Ich habe aber eine Frage vorab. Also nochmal, falls das alle verstanden haben, die Zweitliga, unsere Zweitliga-Nationalmannschaft wird jetzt genau, präsentiert. Genau, also aus allen deutschen Spielern, die in der zweiten Bundesliga spielen, haben wir unser Team gebastelt, das Deutschland bei der EM nächstes Jahr vertreten sollte, wenn die Bundesliga jetzt verschwinden würde. Oder Spieler, oder die für Deutschland spielen könnten. Ja. Wen hat er da aus dem Hut gezaubert? Ah, ich weiß gar nicht, wen. Baba? Hab ich auch dabei. Bababa. Ja. Ja. Eine Frage vorab: Wie viele rote Teufel dabei? Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur einen. Okay. Ich habe nur einen, glaube ich, tatsächlich, ja. Mehr hätte ich aber auch. Nee, zwei. Zwei, weil ich habe ja gesagt, wir sollen einen Trainer. Oh, einen Trainer. Oh, shit. Das improvisiere ich. Ja. Sollen wir jetzt von hinten nach vorne aufrollen und so durchgehen? Ja. Nummer 1 könnte ich mir vorstellen, dass es sticht über alle drei hinweg. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee. Wie, den Torwart? Ja. Ja. Nö, da gibt es viele, finde ich, zur Auswahl. Also meine Antwort ist ja klar. Also wir haben, glaube ich, denselben. Daniel Heuer-Fernandes. Habe ich auch. Ja. Ja, und da macht ihr natürlich direkt den Fehler, weil ich gehe da mit Erfahrung rein. Ich will einen Weltmeister dabei haben. Ja. Ich habe Ron-Robert-Zieler im Tor. Ist vollkommen klar. Roro-Zi hält bei mir den Laden zusammen. Ja. Der trägt auch die Kapitänsbinde, ist doch vollkommen klar. Der hat Spanien besiegt als Nummer 1 für Deutschland. Nee, ich habe meine Erfahrung woanders geholt. Nicht so schlecht bei den 96ern. Ich spiele tatsächlich, kann ich sagen, in einem 3-4-1-2, das schon mal vorweg. 4-2-3-1, wie fast immer, wenn wir diese Aufstellung machen. Dann, weil ich baue erst das 4-2-3-1 zusammen, sage ich, ja, dann fülle ich auf. 4-4-2, enge Raute. Boah. Um die ganzen guten zentralen Mittelfeldspieler mit unterzubekommen. Also, das heißt, wir haben beide Viererkette, du Dreierkette. Das heißt, wir können schon mal loslegen mit einem Spieler. Mit einem LV können wir loslegen, ja. LV ist bei mir Tom Rothe. Sticht. Schiene bei mir, aber sticht. Ja, Schiene würde ich ihn auch lieber sehen, aber ich glaube, mit seiner physischen Konstitution kann er auch Viererkette spielen. Dann lass uns nochmal in die Innenverteidigung gehen, wo es bestimmt auch nochmal einen Stich geben wird. Ich finde, es gab mit Derek Köhn einen nennenswerten Konkurrenten. Und kann Gieselmann nicht auch LB spielen? Hat er wieder einen Club? Ja. Wo ist der hin? Wo ist Nico Gieselmann hin? Yeah. Wohin ist Nico Gieselmann abgestürzt? Der ist bei Greuther Fürth unter Vertrag. Ja, genau. Ah, guck mal, der könnte auch Schiene spielen auf jeden Fall. Habe mich für Rothe entschieden, weil, das soll man meinem Team nachher anmerken, ich habe sehr viel auf überwältigende Physis gesetzt in meiner Mannschaft. Gefällt mir. Ich habe vor allem aufs Leistungsprinzip gesetzt. Ui, ja, das ist gut. Niemand, der formschwach ist, glaube ich, mit dabei. Erster Innenverteidiger. Ich glaube, der wird hier mehrfach auftauchen. Ich bleibe im Schema, Alter. Länderspielerfahrung. Mm. Halstenberg. Ja, stimmt. Das ist meine LIV in der Dreierkette, ja. Und das, glaube ich, könnte er auch gut spielen. Also, das ist, kann er auch links verteidigen. So ein bisschen beides. Ich habe drei Linksfüße in meiner Viererkette. Wie viel? Drei. Beide Innenverteidiger sind Linksfüße. Also, Halstenberg spielt, glaube ich, jetzt mittlerweile Innenverteidigung bei Hannover. Ja. Deswegen habe ich ihn auch mit reingepackt. Ich finde, Innenverteidiger gibt es einige. Ja, finde ich auch. Wer ist denn dein zweiter IV? Mein zweiter IV ist Marton Dardai. Sticht. Hm. Alter, Viererkette ist 3 von 3 jetzt gleich. Ich werde das auch gleich nachher noch mit meinem Trainer erklären. Den Trainer habe ich mir jetzt dazu improvisiert, aber der Spielstil bleibt der gleiche. Also mein zentraler IV, der die Dreierkette quasi das Herzstück bildet, ist Schonlau. Ja, das wäre meine Alternative gewesen. Ja, ne? Das Problem bei ihm ist, dass er selber halt viel nach vorne gehen will. Ja. Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich. Aber kann er gut aufbauen? Ja, oder? Ja, das ist ja seine große Stärke. Das wäre mein Wunsch so ein bisschen.
Ich habe ja noch einen IV, genau, soll ich deswegen den schon mal nennen. Ja. Ich habe tatsächlich zwei Innenverteidiger von Hannover 96, denn der nächste im Bunde ist Phil Neumann, ja, der auf der rechten Innenverteidigerposition für Hannover eine bisher sehr, sehr starke Saison spielt und das eben aus dem Club auch schon kennt, genau in dieser Konstellation zu spielen. Von daher ist Neumann mein dritter Innenverteidiger. Jetzt habe ich ja die ganz, ganz große Frage, wenn Krüger und ich hier dreimal deckungsgleich waren, wer verteidigt rechts bei dir? Da habe ich mich sehr schwer getan. Ich finde, es gibt nicht viele zur Auswahl. Ich habe da aufs Leistungsprinzip gesetzt, weil ich finde, dass Zimmermann von Düsseldorf eine sehr, sehr gute Saison bislang spielt. Deswegen habe ich ihn genommen. Ich habe mich für einen U21-Nationalspieler entschieden. Henning Matriciani. Nein! Na klar, Alter, nein. Henning rechts. Nein! Henning spielt bei mir rechts. Das wird nicht deine mal in der Innenverteidigung. Der spielt ja sogar bei hier, ne, wie es angekündigt hat, der spielt tatsächlich Schiene. Dann kann das in der Viererkette bei mir auch machen. Er darf, nein, er kriegt den Zuschlag von mir. Das machst du nur, damit ich das Tattoo kriege. Achso, dass er nominiert wird, oder was? Ich habe gesagt, wenn Henning Matriciani bei einer WM oder EM für die A11 eine Minute sieht, dann lasse ich mir das Schalke-Logo auf dem Arsch tätowieren. Ich glaube, die Chancen stehen immer noch sehr gering. Ja, Matriciani, ey. In den Fällen. Wenn Matriciani in seiner Karriere bei einer EM oder WM für Deutschland ein Spiel macht, nur eine Minute, dann mache ich mir ein Schalke-Logo auf dem Arsch tätowiert. Also sie waren mal kurzzeitig, waren sie kurz da, waren sie kurz besser. Aber man muss fairerweise sagen, dass Rechtsverteidiger, klassischer Rechtsverteidiger, die fast schwierigste zu besetzende Position war, fand ich. Habe ich auch keine dabei. Also, wer ist denn bei dir auf der rechten Schiene unterwegs? Rechte Schiene ist gewagt. Fabian Reese. Weil ich finde, er ist ein physisch wuchtiger Spieler, der hat Tempo, der hat Dynamik und ich glaube mit Rote und Reze jetzt so eine gute Schiene. Hab mich so ein bisschen inspirieren lassen von dem, was hier gerade passiert, hier mit Sané und sowas auf den Schienenpositionen. Kann dann eben hochschieben, auch im eigenen Ballbesitz und deswegen ist Fabian Reze mein rechter Schienenspieler. Okay. Das heißt, wir haben deine Fünferkette fertig? Genau, Rote und Reze auf der Schiene und dann Dreierkette aus Halstenberg, Schonlau und Phil Neumann. Also ich fasse auch mal zusammen, meine Viererkette ist Rote von links, Rote, Dardai, Halstenmensch, Matriciani. Rote, Halstenberg, Dardai, Zimmermann. Okay. Ich liebe Halstenmensch und Klostermensch. Ja, das ist, so kann ich es mir merken. Ich habe ja eine klassische Doppel-6 jetzt anzubieten. Ja. Dann leg mal vor. Gut, an einem Mann, an dem wir, glaube ich, alle nicht vorbeikommen, und der spielt bei mir auf der 6, ist natürlich Hartl. Er muss natürlich. Habe ich nicht auf der 6. Habe ich auch nicht auf der 6. Ich habe ihn auch nicht, ich ihn auf der 6, weil ich musste irgendjemand noch auf die 6 packen. Ja. Also ich habe vier zentrale Mittelfeldspieler, zwei Achter, einer davon ist Hartl. Ja. Aber ich will noch einen Sechser, so einen richtigen Sechser. Ja. Und da muss Jonas Meffert hin, ist in meinen Augen der beste tiefe Sechser, den es gibt in der zweiten Liga. Ja, ist mein zweiter Sechser. Ah ja, guck mal. Shay. Habe ich nicht dabei. Ich vertraue tatsächlich, also in meinem zweierzentralen Mittelfeld, auf Ron Schallenberg. Ich lasse mich nicht davon täuschen, was da bei Schalke passiert. Leistungsprinzip. Ich finde es gut. Vizekapitän Schallenberg. Er war bei mir, vor Meffert war das der Name, der da stand. Ich glaube, das, was wir von Schallenberg mehrheitlich gesehen haben, ist kein Ausdruck von dem, was er nicht kann, sondern davon, dass Schalke eigentlich ein ziemlicher Trümmerhaufen und Katastrophentruppe war. Deswegen Schallenberg ist mein einer. Und der zweite ist ein junger Spieler, der sehr, sehr interessant ist und bei Düsseldorf gerade sehr ordentlich aufspielt mit 22 Jahren, Yannick Engelhardt. Ja, der spielt eine super Saison. Der spielt eine super Saison, macht das auch sehr gut. Ich habe auch jemanden gesucht, weil Schallenberg hat ja sehr drunter gelitten, dass er sehr alleine gelassen wurde oft. Und Yannick Engelhardt ist jemand, der sich bei Düsseldorf in allen Phasen des Spiels einbringt, vor allem in der ersten und zweiten Phase des Aufbaus und da, glaube ich, eine gute Unterstützung bieten könnte für Ronny. Ja, meine Achter sind Marcel Hartl und auf der anderen Seite Marvin Wanicek von Karlsruhe. Aha. Weil die beiden wollte ich unbedingt dabei haben. Ich kann jetzt schon mal vorab sagen, Fabian Reese ist dem zum Opfer gefallen. Das war der Einzige, der ich dann natürlich nicht unterbekommen habe. Aber ich wollte Hartl, Wanicek. Da fehlt jetzt noch die Spitze von der Raute. Aber alleine die drei, glaube ich, sind ein sehr stabiles, spielstarkes Mittelfeld. Ich habe, weil der Name jetzt schon ein paar Mal gesagt worden ist, auf meiner rechten Seite spielt Fabian Reese. Nicht links, er hat nur rechts Platz gefunden. Ich habe alles versucht, um Barış Artık hier reinzubringen. Und er hat da lange gestanden, weil ich ihn einfach, ich finde es so einen nice Baller, Alter. Ich liebe den Jungen. Er soll hiermit ganz klar einmal erwähnt sein. Er ist bei mir nur ganz knapp dran vorbeigeschrammt, aber wir müssen ich muss dann gucken, wer funktioniert am besten für dieses System. Und dann muss Reese auf die rechte Seite bei mir. Clever, weil er hat die U-Mannschaften bei der Türkei gespielt, aber noch kein A-Nationalmannschaftsspiel gemacht. Du könntest ihn noch safen. Ich habe tatsächlich über, wie heißt der von Magdeburg, El Fadli? Ja. Nachgedacht, aber der hat schon, ich habe drei Länderspiele für Libyen gemacht und ist deswegen nicht mehr zu haben. Available. Mein Zehner, also im 3-4-1-2, mein Spieler hinter der Doppelspitze ist Marcel Hartl, weil ich bin auch der Meinung, der ist in der Qualität aktuell unterwegs in der zweiten Liga, wo es absolut vermessen wäre, an diesem Spieler vorbeizugehen. Absolut.
Fehlt noch mal ein vierter zentraler Mittelfeldspieler? Oder? Vorne der quasi, ne? Ja, genau. Und dein Zehner fehlt auch noch. Bei mir fehlt der Zehner und der linke Flügel noch. Und dann sind wir im Sturm angekommen. Dann mach du doch mal deinen Zehner. Mein Zehner, ein weiterer ehemaliger Nationalspieler. Ehemalig? Es ist nicht Max Kruse. Luis Holtby? Er ist verletzt. Es ist nicht Luis Holtby. Es ist Lars Stindl. Hab ich auch. Stimmt, Alter. Den gibt's. Der muss da rein, Junge. Alter, Lars. Der muss da rein. Ja, ich will Jungs dabei haben, die das schon mal gesehen haben. Ich will auch die Erfahrung, Stindl auf der 10 wirklich so als Parkuhr, einfach so als Dreh- und Angelpunkt und alle anderen Hartl, Wanizek. Hast du auch Stindl? Ja. Das ist meine finde ich eine sehr gute Wahl. Vielleicht habe ich einfach einen KSC-Blindspot, weil ich Lauter-Fan bin. Aber macht absolut Sinn. Also Lars Stindl würde richtig Qualität da reinbringen. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Max Kruse ist qualifiziert, aber ist verletzt und leistungsmäßig noch nicht so richtig angekommen, ne? Ja. Links außen? Appelkamp. Ich habe ihn reingemogelt, ist ja eigentlich eher ein Zehner, aber ist ein geiler Spieler. Ein richtig geiler Spieler, Alter. Auf jeden Fall. Und, darf der? Ja? Ja, ich hab dann noch, der hätte noch sonst noch Japan, glaube ich. Genau, der ist U18 Japan und dann U21 Deutschland. Bis 15 Jahre alt in Japan, deutscher Vater, japanische Mutter, dann nach Deutschland gekommen, direkt zur Fortuna. Und ja, ich dachte, dass Japan sich den geschnappt hat. Nee, noch nicht. Boah, das merkt ja, was es ja auch schon heißt an dieser Stelle ist, ich glaube, wir treffen hier keinen Uedraogo. Aber du hast noch deinen Zehner offen? Marcel Hartl. Ja, dann. Ich habe auch über Uedraogo. Du hast noch einen Doppelsturm offen. So aber über Uedraogo nachgedacht, aber es ist zu viel Potenzial und zu wenig im Hier und Jetzt. Ja, und vor allem, alle, die bei mir in der Offensive oder im Mittelfeld sind, sind alles erfahrene, gestandene, gute Spieler. Natürlich ist Uedraogo für die Zukunft wahrscheinlich ein besserer als die alle. Möglicherweise, wenn er sich gut entwickelt. Aber Stand jetzt kann ich den noch nicht da den anderen vorziehen. Ich habe ihn halt nicht ins zentrale Mittelfeld setzen wollen, weil er auch sehr weit im letzten Drittel immer auftaucht. Ja. Vielleicht ist es auch mehr taktische Vorgabe als alles andere. Und an Hartl kam er nicht vorbei, ergo war bei mir kein Platz. Fehlt bei dir noch Doppelsturm, genau. Einsturm. Einsturm. Du hast schon mal, dir fehlt nur ein Spieler. Dann genau, demnach würde ich sagen, ihr legt los. Der erste ist ein Name, den wirst du auch dabei haben, Robert Glatzel. Natürlich. Da kommt dann, finde ich, aufgrund der Qualität, hat jetzt, glaube ich, 11 Tore. 10 Tore? Ja. Ja, 10 Tore schon in der zweiten Liga gemacht. Er hatte eine kleine Durststrecke jetzt. Trotzdem die Nummer 1. Aber und da kann ich auch direkt sagen, das ist meine alleinige Spitze. Ja. Bobby Glatzel. Ist schwer, dann vorbeizukommen. Ich wollte eigentlich Igor Martanovic reinschreiben, einfach nur um Adler reinzumogeln irgendwie, aber hat nicht gereicht. Der aber auch ganz gut in Form ist. Also Glatzel muss man dabei haben in meinen Augen. Ja. Da glaube ich, führt kein Weg dran vorbei. Bleibt noch mein unser zweiter Stürmer. Genau, der zweite Stürmer ist natürlich jemanden, den ich mir saven muss. Denn die Türken werden an ihm baggern. Danke, dass du es machst. Aber Can Uzun. Ja, danke, dass du es machst. Weil Can Uzun ist zum Beispiel im Vergleich mit Uedraogo, spielt der eine bessere Saison. Ach, schon 5 Tore, ne? Ja, der spielt richtig stark. Und vor allem finde ich ihn in der Doppelspitze geil. Weil er hat ja auch schon Achter gespielt bei Nürnberg. Hat so hängende Spitze gespielt und den neben Glatzel, dahinter Stindl, Hartl, Wanizek über außen, so eine Ballbesitzmannschaft. Ich habe geguckt, er hat auch einmal rechter Flügel gespielt, beim 1:5 gegen Pauli. Das wäre meine einzige Möglichkeit gewesen, ihn reinzumogeln, deswegen hat er es bei mir nicht geschafft. Glatzel ist ja so jemand, der Wandspieler kann, der sich einbringen kann ins Kombinationsspiel, Zielspieler. Nebenan packe ich natürlich Ragnar Achel. Der sich dafür absolut empfohlen hat bisher bei Lautern, der dafür die Tiefe belaufen kann, der auch Kopfballgefahr mitbringt. Generell, meine Startelf ist im Durchschnitt 1,87 Meter groß, die Feldspieler. Das ist gut. Das ist nach meinem Geschmack. Richtig gute Körperlichkeit drin, einfach unangenehm zu bespielen sollen die Jungs sein. Ja. Deswegen Glatzel Ache, glaube ich, ist ein Doppelsturm, der sehr ordentlich funktionieren könnte. Bleibt noch zu klären die Trainerfrage. Ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr auf Ballbesitz gegangen. Also ganz bewusst. Nicht Paul Dardai, sondern natürlich Christian Tietz, der Ballbesitztrainer der zweiten Liga. Ja. Mit dieser Mannschaft, ich glaube, der würde kochen. Ich nehme Markus Gocinski. Spielt Dreierkette, weil es hat nichts mit dem zu tun, was ich gerade aufgezählt habe. Aber Gocinski auf der Bank mit dem Adler auf der Brust, da bin ich dabei. Ja, da bin ich dabei, auf jeden Fall. Also Oliver Rune hat ja gesagt, wir brauchen wieder mehr Ostdeutschland im deutschen Fußball. Sehr gut, ja. Und deswegen ist es Dirk Schuster, den ich nehme, weil Dirk Schuster hat ja gezeigt bei Lautern, also du musst mit wenig Vorbereitung in maximaler Drucksituation K.O.-Spiele bewältigen können. Dirk Schuster kam zur Relegation als FCK-Trainer, hat aus dem Stand das geschafft, dass die das hinbekommen haben, in die zweite Liga aufzusteigen. Von daher ist auch jemand, der, glaube ich, mit schnellen Spielern wie Ache, wie Rehse Umschaltmomente kreieren könnte. Von daher ist Dirk Schuster mein Mann. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine Mannschaft wäre, die in der Lage wäre, zumindest, das gilt glaube ich für alle Teams, unangenehm zu sein. Ja. Also keine Gemüsetruppen. Es ist ja auch alles näher zusammengerückt. Ne? Das sind alles keine Blinden. Ich meine, da sind
teilweise Ex-Nationalspieler dabei und Leute, über die, keine Ahnung, von Glatzel darüber geredet wird, ob die nicht vielleicht mal eine Chance verdient hätten. Das Einzige, weil wenn ich so meine Mannschaft angucke, das wäre eine überragende Zweitligamannschaft und das wäre bestimmt auch eine, die irgendwie in der EM-Qualifikation den ein oder anderen Gegner, ja, vor allem so kleinere Länder, durchaus schlagen kann, gerade weil wir auch alle einen bestimmten Stil gewählt haben und dann mit diesem Stil erfolgreich sein kann. Aber wir dürfen uns auch nicht irgendwie vormachen, dass Mini-Island quasi. Also wenn die alle plötzlich in der ersten Liga spielen würden, wären die ja halt auch nicht mehr würden die auch nicht mehr ansatzweise so gut aussehen. Der Sprung ist nochmal gewaltig und so groß wäre dann auch der Sprung aufs internationale Niveau. Aber ich glaube, das sind alles Mannschaften, die in der Bundesliga eine Chance hätten, die Klasse zu halten. Ja, das glaube ich auch. Das würde ich schon sagen. Das glaube ich auch. Ja. Das sind ja die besten Zweitligaspieler oder mit die besten. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Also, das ist waren unsere Zweitliga-Nationalmannschaften, die vielleicht Stand jetzt gar nicht so viel schlechter werden als das, was wir aktuell zu sehen bekommen. In diesem Sinne zurück zu Deutschland, Österreich Teil 2. Aber bevor wir rausgehen, Kanal abonnieren. Bling!